2012 in London Gold über 100 Meter, jetzt 2016 in Rio Gold im Weitsprung. Du hast kurz vor deinem Wettkampf gesagt, okay, ich brauche noch eine Medaille, bevor ich aufhören kann. Ist deine persönliche Mission Paralympics jetzt endgültig erfüllt? Ja, ich hatte auch heute definitiv erfüllt. Ich hatte heute echt das Gefühl, das bin ich, das ist genau das Ding. Ich war so enttäuscht nach den 100 Metern. Aber da muss man auch jetzt im Endeffekt auch ehrlich sein. Ja, diese Verletzungszeit hat mir so viel Substanz genommen, dass es über 100 nicht gelangt hat. Und im Weitsprung die Kombination aus diesem Sprintertyp und dem Springer. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich technisch so ein bisschen viel tüftel und versiert bin. Da habe ich halt echt alles drauf hinaus ausgelegt und es hat funktioniert am Ende und es war ein super, super schöner Wettkampf. Ich habe den von der ersten Sekunde genossen. Es war beim 100-Meter-Lauf, kann ich mich auch an das Bild von mir in dem Screen erinnern und das war ich nicht und heute habe ich mich im Screen angeguckt, das Lächeln, die Vorfreude, ich kann nur mit Spaß Leistung bringen und es gibt keinen schöneren Abschluss, als mit einer Goldmedaille nach Hause zu fahren und diese paralympische Karriere zu beenden. Das ist so schön, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Beschreib doch mal den Rest deines Tages heute. Mit welchem Gefühl bist du aufgewacht und wie wirst du heute Abend ins Bett gehen? Wie ich heute Abend ins Bett gehe? Ich glaube, ich gehe gar nicht ins Bett heute Abend. Aufgewacht bin ich, ich musste gar nicht aufwachen, weil ich nicht pennen konnte. Ich habe mir die ganze Nacht über Gedanken gemacht. Komm Junge, reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Und auch ganz komisch, vor dem 100-Meter-Lauf habe ich 10 Stunden gepennt, total entspannt, so gut gepennt wie schon lange nicht mehr. Der Wettkampf war scheiße. Jetzt habe ich gar nicht geschlafen und der Wettkampf war super. Das soll jetzt keiner nachmachen, aber ja, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Stunden geschlafen und dann bin ich zum Frühstücken und dann vom Frühstück zum Wettkampf und dann hatte ich so eine Tortur mit einer Dopingkontrolle. Ich musste mehrfach pinkeln, weil es zu dünn war. Und dann Medien. Aber jetzt bin ich froh, hier zu sein. Ich war in London nach meiner Medaille nicht im Deutschen Haus, weil ich das nicht feiern konnte. Aber jetzt, hier ist ein Pool, hier ist irgendwas. Hier passiert heute Abend auf jeden Fall was. Schlafen gehe ich nicht. Natürlich stehst du als Athlet ganz alleine an der Startlinie. Aber wer sind denn die Leute, die um dich rum sind, die dich auch mit zu dem machen, was du bist und wer du bist? Boah, es geht da gibt es so viele Leute zu nennen. Es fängt bei meinem Trainer an, geht über die Physiotherapeuten, die hier vor Ort sind. Dann sind es die Orthopädietechniker, der den Schaft baut, der das Kniegelenk einstellt, der den Fuß macht. Ich habe eine ganze Armada an guten Leuten hinter mir, aber auch so Leute, die sich blind verstehen. Leistung kannst du nur dann generieren, wenn du keine Wörter brauchst. Wenn jeder weiß, was er zu tun hat und jeder das macht, was er kann, ganz stark drin ist. Und ich als Athlet musste das nur alles zusammenbringen, weil die Leute haben es mir auf dem Tablett serviert. Es war eine super Kommunikation. Ich würde heute hier nicht stehen, wenn ich die Leute nicht hinter mir gehabt hätte. Und deswegen ich stehe nicht alleine an der Startlinie. Deswegen, ich habe so das Gefühl, dass diese Medaille auf keinen Fall ganz bleibt. Ich werde sie mir, glaube ich, vom Goldschmied auseinanderschneiden lassen und verarbeiten lassen. Und die Leute, die daran Anteil gehabt haben, die kriegen dann die Stücke. Ja, deswegen, ich brauche die nicht alleine. Schnell war es nicht in Rio. Naja, du bist schon bei den Sprintrunden, also 7 cm unter Weltrekord, paralympischen Rekord bist du gesprungen. Was hat dir den Push gegeben, heute dich richtig reinzuhauen und so eine Serie? Dann hat Kalle mich angeguckt und hat gesagt, du weißt, was du machen musst. Im ersten Versuch schon richtig einen hinlassen. Okay, das war gut, mental. Und dann habe ich dann von Versuch zu Versuch.